Hallo Schluckis, wir sind jetzt gerade in meinem Bad und ich habe geguckt, dass das mit dem Licht so einigermaßen also klappt. Ja, ich wollte euch heute gerne zeigen, wie ich mich fertig mache. Es tut mir leid, wenn es jetzt so ein bisschen hallt, aber das ist, weil es das Bad ist, ne? Als erstes, also mein Gesicht ist schon gewaschen, dann nehme ich immer mein Essence, Pure Skin, ne? Fokussierter. Er schafft's heute nicht. Toner, Gesichtswasser. Ja, ich habe mir Wattepads gekauft und zwar im Primark. Könnt ihr hier sehen? Ja, die sind auf jeden Fall voll geriffelt und das mag ich an Wattepads sehr gerne, wenn die so geriffelt sind. Ja, dann reinige ich nochmal drüber, falls noch Reste von gestern Abend, also Make-up-Reste von gestern Abend auf mein Gesicht kleben. Klar wasche ich mein Gesicht jeden Abend, aber es kann ja immer mal sein, dass man noch ein paar Rückstände hat vom vorherigen Tag. So. Einen Moment. Ich muss das Wattepad natürlich auch wegschmeißen, ne? So, ein bisschen einziehen lassen. Wieder zumachen. Ich habe einen tollen Nagellack. Und zwar ist der aus der Nothing But Rebel LE. Und das ist so ein Orange-Neon. Sieht voll cool aus. Ja, den habe ich mir gestern drauf gemacht. Und der trocknet auch voll schnell. So, jetzt geht es weiter mit Concealer. Ich habe mir alles hier oben hingestellt. In der Hoffnung, dass auch wirklich nichts runterfällt. So, mein Concealer. So hell. Der Laptop ist so hell. Auf jeden Fall der P2 Profi Time High Definition Concealer 010. Der ist übrigens wisch- und wasserfest. Ja, ist 16 Stunden halt und das ist wirklich so. So, jetzt gebe ich mir was auf den Handrücken. So. So eine Menge dürfte reichen. Ah, von oben könnt ihr es sehen, oder? Nee. Keine Ahnung. Ah, oh, jetzt fällt mir alles runter. So. Das werden bestimmt mehrere Teile, also wundert euch nicht, wenn es zu lange dauert, weil ich nehme ja direkt von meiner Webcam auf. Und das wird jetzt unter das Auge getupft. Ich schmink mich über den Bildschirm, kann natürlich ab und zu mal hier in den Spiegel gucken. Und ich glaube, dass es so gut ist. Ihr könnt jetzt nicht so viel sehen, weil der Laptop so stark blendet. Ich habe jetzt extra schon dunkler gemacht. Das war vorhin zu hell. So aufs andere auch. Schön tupfen. Also ich hoffe, es werden nicht zu viele Teile. Und wenn doch, egal. Ich habe ja schon lange kein Video gemacht. Dann sind es Teile von der verlorenen Zeit. Ich laber heute einen Scheiß. So. Und jetzt mache ich meistens noch da um die Nase Concealer, weil ich da meistens sehr rot bin. Guck. Das könnt ihr sehen. Es ist sofort weg. So. Ah, hier kommt noch ein bisschen Concealer. Ich merke auch, wenn ich den Concealer eintupfe und verreibe, dass dann der wirklich auf der Haut nicht mehr fühlbar ist. Wisst ihr, was ich meine? Der zieht sofort in die Haut und mattiert, also macht die Flecken sofort weg. So, jetzt habe ich hier unterm Kinn, also am Kinn, habe ich Pickelnarben. Und die decke ich mal ab. So, das mache ich auch jeden Morgen. Außer Augen-Make-up, das mache ich nicht meistens. Also, weil ich keinen Bock habe, mich so heftig zu schminken, oder? Gut, ja, man macht es für sich selbst, aber ich habe morgens nicht die Lust. Über die Lippen so ein bisschen, weil ich hasse meine Lippenfarbe. Schlimm.
So, jetzt gucke ich in den Spiegel und mache noch den Rest. So. Und schon habe ich keine roten Flecken mehr. So, jetzt brauche ich ein Stück Tempo. Toll. Jetzt ist mir das Tempo darunter gefallen. Egal, muss ich jetzt mitleben. So, jetzt kommt Puder. Also ich verwende kein Make-up, weil ich einfach gemerkt habe, für meine Haut ist es besser ohne Make-up. Ja, ich merke dann halt, wie meine Poren verstopfen. Ich sitze gerade auf der Badewanne, deshalb quietscht es so ein bisschen. Ich robbe da hin und her, weil es so hart ist. Ja, auf jeden Fall verwende ich das Puder hier. In der Farbe 76 Sand. Und das ist schon meine zweite Packung. Und ihr seht, es geht auch schon bald leer. Muss ich mir bald Nachschub holen. Aber immer erst, wenn es leer ist, dann hole ich Nachschub. Also einen Tag vorher. So, und jetzt wird es einfach mit meinem Essence, keine Ahnung aus welcher LE Pinsel. So, dann wird es überall so ein bisschen, auch unterm Auge, damit es den Concealer, länger haltend macht. Auch überm Auge so ein bisschen. Der ist antibakteriell, der Zwei-Phasen-Puder. Also es ist ein Puder und Make-up. Also wenn man kann ihn trocken verwenden, so wie ich jetzt. Oder mit einem Schwämmchen und das Schwämmchen so ein bisschen nass machen. Dann kann man den auch feucht auftragen, den Puder, und er ist dann noch deckender. Also ich finde ihn als Puder schon sehr deckend. Deshalb sage ich ja, ein gutes Puder und einen guten Concealer. Und ihr braucht kein Make-up. Ich finde es immer so schlimm, wenn ich so 13-Jährige sehe, die ihr Make-up echt Zentimeter dick aufs Gesicht auftragen und dunkler als ihre Hautfarbe. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Wenn die Mädels dann hier so einen Rand haben, sieht immer ganz toll aus. Sieht ganz toll aus. Naja, Mädels, ihr müsst einfach das Make-up an eurem Hals testen, ja? Und dann geht ihr raus ins Tageslicht, nehmt euch nochmal einen Spiegel, einen Taschenspiegel oder so, und guckt dann wirklich, ob die Farbe im Gesicht und am Hals, ob das, nein, Quatsch, ob euer Make-up sich vom Hals-Hautton unterscheidet. Und dann habt ihr nicht das passende Make-up. Also ich sag wirklich immer, lieber etwas, vielleicht ein kleines bisschen dunkler als eure Hautfarbe, nicht heller, weil sonst seht ihr aus wie Twilight, wie heißt der? Keine Ahnung. Sonst seht ihr wirklich so aus und es passt dann einfach nicht. Ich finde, es fällt dann mehr auf, wenn es zu hell ist und der Hals ist dann so dunkler als das Gesicht oder halt, ja, zu dunkel darf es auch nicht sein. Kein Fall. So, jetzt nehme ich mein Rouge aus der Summer Love LE. Ihr seht ja diesen rosanen, da gab es einen bräunlichen und einen rosanen. Und ich habe den rosanen Summer Love, heißt der. Und der ist schon gut aufgebraucht, wie ihr sehen könnt. Das war noch höher. Das war so ungefähr. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt meinen Pinsel vergessen, den hole ich mal kurz. So. Ich habe hier immer meinen Schminkkram drin. Hier in dem Täschchen. Was ich so brauchen könnte. Für mein Alltagsschminkding. So, ich habe auch einen Pinsel von Essence, aber leider ist mir der Stiel abgegangen. Vielleicht hatte ich ein Montagsprodukt und der war nicht gut genug geklebt, weil ich habe immer aufgepasst, dass, dass der nicht so trocknet, ja, zum Beispiel. Ich habe den immer so hingelegt, meistens, ja, immer so ein bisschen hingelegt. Und dann hat er getrocknet, also, na, jetzt wird es nicht mehr scharf, oder was? Moment. Kurz still sitzen. Hey.
ist ja doof. Jetzt. Okay, und dann mache ich einen Fischmund, ja. Ich nehme keinen Bronzer, weil ich noch kein, was heißt, ja, ich weiß, dass es nur im H&M diesen Bronzer in der Farbe gibt für kühle Typen, aber der war immer ausverkauft. So, und dann ein bisschen hier in dem Bereich verteilen, also ja, noch ein bisschen so. Also es werden zwei oder drei Teile, nicht erschrecken, ja? Ich mache meistens hier hinten mache ich es ein bisschen stärker, weil ich immer noch rundliches Gesicht habe, wie ihr sehen könnt. Und, sieht aus, als hätte ich voll das Doppelkinn. Voll, oh Gott. Diese Perspektive ist gar nicht geeignet für mich, ja? Also wenn ich jetzt noch dicker aussehe, dann muss ich mir echt einen anderen Platz belegen. Ja. So, und arbeite so ein bisschen das Rouge ein. So. Guck in den Spiegel und muss ein bisschen nacharbeiten. Und zwar nehme ich da meinen Puderpinsel. Gehe einfach nochmal hier drüber. So. Schon hat sich die Sache. Ich denke, jetzt beim zweiten Video werde ich mir mal eine andere Perspektive ausdenken, weil das gefällt mir nicht, wenn ich hier so fett aussehe. Also ihr Lieben, ja, dann bis gleich, ne? Nicht wegschalten, es geht weiter.